So, willkommen zurück zum großen Gemetzel. Es geht direkt los. Ja, so macht man das. Oh shit! Müssen wir jetzt alle schlachten? Natürlich. Ja. Wenn ihr euch gerade erst hingesetzt habt, wir sind in Folge 39 von The Walking Dead bei den Spielkindern und es geht heftig zur Sache. Gut zur Sache. Also verschüttet dich. Schüttet dich euren Tee. Ein Höhepunkt quasi der Episode. Sehen, wenn man erst richtig damals dann. Das ist ja doch ein bisschen leicht. Wie viele sind. Ich hab hier langsam richtig Spaß. Oh, oh Mann! Come on! Sind wir weg? Ich hoffe doch. Jetzt, wenn er mal ein bisschen Auto. Schneller läuft. Das Auto. Das ist nicht das, was wir in Folge 2 ausgeräumt haben? Das ist das, was wir in Folge 2 ausgeräumt haben, das Auto, ja. In der Tat. Das war auch so ein holzgetäfeltes, ja. So ein holzgetäfelter Kombi. Ach du Scheiße. Haben die uns schon die ganze Zeit verfolgt? Das kann gut sein, seitdem. Ja, ich meine, die hatten ein Auto, wir sind dann nachher mehr oder weniger dann nur noch in den Zug gestiegen und ja. Also erstmal in den Campingwagen und dann in den Zug. Und der Zug war ja nun auch nicht so schnell, dass man da nicht hätte hinterherkommen können. Nee. War kein ICE. Wobei wir aus Unstoppable wissen, dass diese Dinger auch ganz schön schnell fahren können. Ja. Oh nein, der Zug fährt 30 km/h, wir kommen nicht hinterher. Lauschen ist aber verboten. Dein Monitor ist jetzt übrigens nach einer Dreiviertelstunde endlich mal angegangen. Na, Gott sei Dank. Ich habe ja zwei Monitore hier stehen. Der eine, der hat die ganze Zeit einen Wackelkontakt gehabt. Ging nicht an. Na gut, die brauche ich nachher erst wieder zum Schneiden von irgendwelchen Videos. Okay, was ist denn da für eine Konstruktion? Mit dem Seil da hinten. Sieht so sehr nach Falle aus, ne? Bisschen. Oder sie halten was zu. Hm. Aber das sieht zum Zuhalten sieht irgendwie albern aus. Ja, nee, das ist auch eine Falle. Ich glaube, die wollen, dass du dir das direkt anguckst. Oh, ich hoffe, Lieben macht jetzt nicht als einzige Lösungsmöglichkeit erstmal Tür aufmachen. Nee, er guckt sich das nur mal an. Bitte sei klug, Lee. Bitte, 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 bitte. Hey. Hey, du. I got us adjoining rooms. Der wirkt irgendwie ein bisschen verrückt. Hello. Hallo. Okay. This is Sybil. You look horrible. Ja. Ja, danke. And you're missing an arm. Schlauberger. Bist du ja ganz schneller. Okay, was haben die denn gegen uns? Also, ja, okay, wir haben Sachen geklaut, aber put wenn das die sind. Down. Let me out! Who's out there? Quiet, please, sweetie. Aber es ist wirklich, um sie drin zu halten, ne? Hm. Das your sei. Things. There. Ist doch wahrscheinlich im Schrank ein Zombie eingesperrt. Wenn sie die Tür nach innen aufmacht, dann geht die Schranktür auf und dann kommt ein Zombie raus und frisst sie. Just be cool. Do I not seem cool? Good. Go sit down. Oh, ich hab mich jetzt mal entschieden, nicht zu lügen, ne? Ja, ist in Ordnung. Oh, kommt jetzt so ein Matrix-Gespräch? Willst du die rote oder die blaue Pille? Nein. Do you know who I am? Nein, naja, so halb. Ja, yes, sag mal yes. Also ich würde jetzt annehmen, dass die das sind. Yeah, I know who you are. You saw my car out front then. Ja. Mm. You see anything else you want in there? Not a whole lot left. Ey, wegen sowas muss er doch jetzt nicht hier durchdrehen. We were starving. You're taking? Do you know what you took from me? I'm sorry. Whatever it is, whatever happened, you have to hear that I'm sorry. Ja, ich glaube, das hilft uns nicht. Ich glaube auch, mittlerweile nicht mehr. I wish it did. Ne. I'm not a bad man. Aber der sieht auch scheiße aus, oder? Ja. Also, weil er sieht fast noch schlimmer aus als wir. Left. Und wie sieht er schon halb wie ein Zombie aus, oder? Ja. Ihm bleibt nicht mehr viel. Have you ever hurt somebody you care about? Okay, was hat er getan? Ja, auf jeden Fall. Yes,
Ja, naja. Yes, of course. Hat er bestimmt gemacht. Ja. Naja, seine Frau nehme ich mal an. Also mit Clem sind wir ganz gut umgesprungen. Ben ist unwichtig eigentlich. Also. Clementine said she wasn't with you. I heard her a long time ago. How? In a lot of ways. She traveled for work. I didn't like that. I wanted a family. Kommt jetzt die ganze Vorgeschichte. Ist so ja auch mal interessant, wie das da überhaupt angefangen hat. Fear come true. Got sick one day on my way to class. Canceled it and went home. Found her there with someone else. Also es war die ganz klassische Geschichte. Ja. Der betrogene Ehemann, der sich, so der einfach ausrastet. Can't imagine how much pain she felt. How about you? Das mussten sie noch auflösen. Habe ich jetzt aber nicht daran gedacht, dass da noch die Auflösung fehlt. Da hat halt irgendjemand umgebracht. Gut. So bad. Das war doch der Senator, oder? Mhm. Ja, klar. My son Adam went missing. I took him out hunting, even though my wife said he was Adam? Too young. Nee, das ist einfach nur seine Vorgeschichte. Ja. Der einzige Kontakt, den wir mit dieser Gruppe sozusagen hatten, war das Auto. You are a monster. We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. Seinen Sohn verloren. Ja. Na gut. Then you auch nicht so gut. All of our things. You robbed us. I could have earned her trust back, Lee, but not after that. Dann auch noch seine Frau verloren. You fucked up. Kannst ja noch edgy bitch sagen. Ich glaube, er schießt mich dann einfach. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them. Entschuldigung. A day later, in the road. Oh man. Do I look like a monster to you? Naja, so ein bisschen. We all do. Some more than others. I'm not like you. No. You let that little girl get fed disgusting human meat. Das war nicht unsere Entscheidung. Ja. You abandoned a defenseless, grieving woman. Das haben wir auch nicht gemacht. You weren't there. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. That's not the whole story. Oh, das ist jetzt so scheiße, dass es nicht unsere Sachen sind. Ja. Das ist echt scheiße. Hm. Weil wir haben uns ja jetzt so die beiden Male ganz anders entschieden. Ja. Also nur ausgeraubt haben wir sie. Das stimmt. Das hätte man wahrscheinlich gar nicht anders machen können. Also man musste ja wahrscheinlich ausrauben. Nee, wir hätten es auch nicht ausrauben können. Dann hätten die anderen uns breit gequatscht. Guck mal, irgendwie muss doch die Episode hier zustande kommen. Warum hätte er uns denn verfolgen sollen? Ja, also das ergibt keinen Sinn. Doesn't have to be this way. You can't take care of anyone. Ich glaube, ich zentriere mich jetzt auch nicht mehr. Radio and ja. Realized who you folks were. I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did, and the danger she was in, our plan changed. Our plan? Wen hat er denn da noch dabei? I need you to hear this before what happens next. I can take nein, care. Nein. We can have we can't, wer ist denn wir? I bet you ich don't even eigentlich know gar nicht how wissen. Old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Ja, aber... Ich weiß es nicht, drück irgendwas. You were what? You were what? Hast du nicht zugehört? Gebissen. Probably don't have a whole lot of time. Wow. Okay, then.
sorry again for your family. Me too. I'm glad this didn't have to get violent. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you? Was ist in der Tasche? I'm glad too. Hat er da den Kopf seiner Frau in der Tasche? Der ist gar nicht verrückt. It's all over. Na, jetzt mach irgendwas. Oh Gott. Just about. I hate you. Komm schon. Oh Gott, Clementine! Nein, Clem. Du es nicht. Du musst irgendwas drücken, glaube ich, oder? Du kannst nichts drücken. Ich kann nichts drücken. Oh, Clem! Clem, mach nämlich nicht einfach ab. Oh Gott, du was? Drück doch ab. Drück ab, drück doch ab. Oh Gott. B, B, B. Ah. Oh fuck! Dieses Kind! Dieses verdammte Kind! Mann, geh doch mal! Drin. Jetzt stirb doch, du verrückter Kerl! Oh Gott, ist der irre! Mann! Tut der Finger schon weh? Mann, das ist doch wieder genau das in der. Oh Gott, du war wirklich. Mann, ich will nicht töten! Nein! Was? Nein! Das gibt's doch gar nicht. Soll ich mal meine. Schaffst du's? Oh, ja. Nein! Clem! Oh, fuck, Clementine! Oh, nein! Gott. Nein! Warum tust du denn sowas? Das arme Kind. Oh, oh Gott. Scheiße. Oh Gott! It's okay. It's okay. Nix ist okay. Du hast dich verändert, Lee. Why? That's so scary. Ja. Had an accident. Oh Gott. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Er muss mal duschen. Was? Did he hurt you? No, not really. I'm sorry, Lee. Du kannst nichts dafür. It's okay. Du bist eine Heilige, meine Kleine. We need to get you somewhere safe. Nehmen wir uns die Pistole mit. We have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. War ein erfolgreicher Stadtbesuch. Ja. So alles in allem. Wir haben alles verloren. Ja. Sogar ein Arm. Okay, der war auch komplett irre, der Kerl. Ey, wer kann es ihm nach? Also, ja, wir haben ihn auch ziemlich verarscht. Ja. I'm sorry you had to. Aber zumindest wissen wir, wir waren gar nicht so schlimm, wie er uns jetzt eingeschätzt hat, weil wir die Sachen gar nicht gemacht haben, zum Teil, ja, die er uns angekreidet hat. Which way out? Through there. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Guck mal nochmal ein bisschen dich um. Der wäre jetzt in einem Film von Steve Buscemi gespielt worden. Oh Mann. Oh, es ist alles irre. Ja, nun guck dir mal noch den Kopf seiner Frau an, mit dem er immer redet. Na schön. Lebt sogar noch. Der Kopf ist. Oh Jesus. Mann. I know. Oh Gott. Wir kümmern uns um sie. Wir kümmern uns um sie. Wir können eine echte Familie für sie sein. Ja, nein. Ich und der Kopf meiner toten Frau. Hey ho. Ich kann nichts machen. Aber ich rieche mittlerweile schon so wie ein Zombie. Ja, er riecht wie ein Zombie. Hat man jetzt gerade noch einen Hackebeil gehabt oder sowas? Na, vor allen Dingen. Scheiße. Ja, letzter Schuss. Na super. It didn't bite you. Yeah. Ich riech selber schon wie einer. I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. Das wird sein. Es nimmt halt. Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, also.
Ja, ich glaube trotzdem eher, dass er das irgendwie verströmt, weil er von innen schon duftet. Also ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber in der Serie lösen sie das auch so mit dem Blut. Okay. Das haben sie, glaube ich, sogar schon mal gemacht zu dem Zeitpunkt, den ich jetzt gesehen habe. Oh no. Besorge ich mir jetzt eine andere Hand? Kann man ankleben. Scoop. Ja, super. Na komm, Hand rein. Ich will sie jetzt nicht mit Gedärm. Doch, wir behängen sie jetzt schön mit Gedärm. Oh, komm schon. Ich hasse euch. Komm, das darfst du jetzt machen. Ist es schon soweit? Ja. Na gut, dann. Bis zum nächsten Mal. Oh.